Hallo Freunde, hier ist die Erfassungstabelle, die ihr haben wolltet. Ich halte das auch für eine gute Idee. Und eine kurze Erklärung, wie die auszufüllen ist. Die gelben Zellen sind die Zellen, die ihr ausfüllen müsst oder sollt. Die anderen Zellen werden berechnet, da stehen Formeln drin. Am besten in die anderen Zellen nichts tippen, sonst sind die Formeln weg. Aber zur Not kann man die auch wieder herstellen. So, wie geht's los mit dem Datum? Also ich nehme mal den nächsten Tag. Sagen wir mal, heute ist der 3.4.2015. Augenblick, hier scheint er das nicht auszurechnen. So. Das Ganze fängt erst an zu rechnen, wenn in der Spalte E was ausgefüllt ist. Das heißt, wenn ich Leute zum Lächeln gebracht habe. Und die wir zum Lächeln bringen wollen oder was wir hier zählen wollen, sind Besucher im Möbelhaus, die wir bewusst angelächelt haben und die zum Lächeln gebracht haben. Gut, sobald diese Spalte ausgefüllt ist, fängt das Ding an zu rechnen. Wenn ihr niemanden zum Lächeln gebracht habt, ist der Tag sowieso im Eimer. Dann braucht ihr auch keine Statistik. Gut, 12 zum Lächeln gebracht, sagen wir mal 10 Kontakte, damit ich ein bisschen mehr habe als am Vorbeispieltag. Daraus habe ich 5 Gespräche gemacht und daraus wurden 3 Aufträge und der Umsatz war, sagen wir mal, 9.000, damit es ein richtig schöner Tag ist. Jetzt seht ihr, es werden folgende Zahlen ausgerechnet. Der Kaufvertragsschnitt, das heißt die Anzahl, der Umsatz durch die Anzahl der Aufträge. Orderschnitt auch genannt, ist 3.000, 9.000 durch 3. 9.000 durch 3 gibt 3.000. Dann wird ausgerechnet der Umsatz pro Kontakt. Das heißt, wie viel Euro Umsatz habt ihr im Schnitt gemacht pro Mensch, den ihr kontaktiert habt, mit der Absicht rauszukriegen, was der im Haus macht. So, das ist eine Kennzahl, aber das geht nicht darum, irgendwie niemand mehr anzusprechen, von dem man meint, der sucht nur die Cafeteria oder das Bistro, aus Angst, dass diese Zahl runtergeht. Jeden ansprechen und mit der Zeit werdet ihr immer besser in der Ansprache. Umsatz pro Kontakt ist das Umsatz pro Gespräch, das heißt, das ist eine wirklich, wirklich wichtige Kennzahl, besonders wenn ihr Küchen macht. Da würde ich statt Gespräch vielleicht Planung nehmen. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Extra-Tabelle für die Küchenleute, müsstet ihr euch melden, wie ihr das haben wollt. Umsatz pro Gespräch ist natürlich, ein Gespräch kostet Zeit und da wollt ihr gucken, dass ihr möglichst viel Umsatz damit macht, logischerweise. Die nächste Zahl relativ klar, die Abschlussquote, das heißt die Anzahl der Aufträge geteilt durch die Anzahl der Gespräche. Und ganz hinten noch die sogenannte Gesprächsquote, das heißt, wie viel Prozent aller Gespräche kriegt ihr, wie viel Prozent aller Kontakte kriegt ihr tatsächlich in ein Gespräch. Ja, das sind soweit die Zahlen. Das heißt, jeweils am nächsten Tag, 4.04.2015 und dann hier wieder ausfüllen, sobald in der Spalte Lächeln was erscheint, fängt die Tabelle an zu rechnen. So wird das Ding benutzt. Ja, viel Spaß damit. Rückmeldungen jederzeit und gerne. Ich bin allerdings auch nicht der absolute Computer-Crack und kann nicht alles beantworten. Also arbeitet damit und nach einer Woche können wir dann schon mal über die Zahlen gucken. Bis dann, ciao, ciao.